Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Metro Exodus. Ja, wir fangen einfach mal mit einem kleinen Suchspiel an. Was, oder ein Vorher-Nachher-Bild. Guckt euch mal dieses Titelbild hier an, diesen Titelbildschirm. Was ist hier anders, als es noch vor ein paar anderen Folgen war? Na, entdeckt ihr es? Also der Wackeldackel ist immer noch da, glaube ich, ne? Der war immer da. Aber hier fehlt eine Person. Unsere Gattin fehlt. Alter. Ja, die ist nicht da. Sie ist ja aufgrund der Strahlung ein bisschen gehandicapt und liegt wahrscheinlich flach. Ich habe ordentliche Bedenken. Und ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Ich hoffe, dass wir es irgendwie hinkriegen, dass sie überlebt. Ich hoffe es wirklich. Das Spiel ist ja sehr hart. Und ich bin gespannt. Also es ist schon interessant, dass sie jetzt eingebaut haben, dass hier im Titelbildschirm die Person dann weg ist. Das finde ich schon sehr interessant. Da denke ich also, hä? Aber, also ich habe, als ich hier gerade neu starten wollte, ich wollte das ja eigentlich weglassen, ich wollte direkt starten. Und dann fiel mir auf, Moment mal, wo ist denn hier Anna? Huch! Da ist sie weg. Naja, ich hoffe, wir kriegen es irgendwie hin. Ja, ich klicke mal auf Fortsetzen, das wollte ich mal ganz kurz sagen und sage viel Spaß weiterhin mit meinem Let's Play hier von Metro Exodus. Fortsetzung folgt und zwar genau jetzt. Und wir lauschen. Im Wald geriet ich in eine Falle der Einheimischen, ein merkwürdiges Völkchen. Wie große Kinder, die sich zu sehr in ein Spiel vertieft haben. Ich vermute, der Krieg hat sie im Lager erwischt, aber sie haben trotz der Angriffe von Banditen und Mutanten überlebt. Hätte ein riesiger Bär sie nicht verjagt, dann hätten sie mir meinen Tag wohl endgültig verdorben. Die Tiger, ein weiterer Abschnitt. Die Kinder des Waldes sozusagen. Es gibt da wohl zwei verschiedene Arten, einmal die Pioniere und einmal die Piraten. Ich bin gespannt, ob wir noch mal einiges von erfahren werden. Tja, Sommercamp. Oder Camp. Wollten eigentlich nur wahrscheinlich nur entspannen. Und dann kommt der Krieg. Und dann? Jetzt haben wir den Salat. Eieiei, ich bin mal gespannt. Vielleicht erfahren wir noch ein bisschen was durch irgendwelche Zettel und diverse andere. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge schon das Abspielgerät des Lehrmeisters, also quasi die Abschiedsworte gehört. Mal sehen, ob wir noch was anderes erfahren. Ich bin mal gespannt. Und den Bären, ja, den haben wir ja schon gesehen. Das ist ja wohl ein etwas größeres Bärchen. Yogi Bär nach einer Fallout-Attacke. Hilfe. Ich habe das Gefühl, dass wir gegen den kämpfen müssen. Früher oder später. Ich glaube, ich habe gehört, dass Bären allgemein in der Metro-Reihe öfters mal vorkamen und man gegen die kämpfen musste. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht so wirklich gerne, aber ich glaube, wir müssen uns irgendwann dem Bären stellen. Der wird wahrscheinlich irgendwann darauf pochen, eine Audienz mit uns zu haben. Und ich hoffe nur, wir werden es irgendwie hinkriegen. Und wir spielen ja im Lesemodus, im einfachen Modus. Vielleicht haben wir dann ja Schwein und kriegen das ganz gut hin. Ansonsten müssen wir ein paar Mal das Zeitliche segnen. So, jetzt habe ich es. Meine Güte. So, komm. Jetzt ist aber gut geredet. Jetzt können wir mal den Ladebildschirm weglassen. Ah, nee, dieser Ladebildschirm. Ja gut, ich habe gerade es angemacht. Der muss erst alles laden. Aber so langsam könnte er mal in die Potte kommen. Und? Nein, Mensch, ich dachte gerade. Ja, aber ein sehr geiles Spiel. Hat zwar so manchmal so ein paar Dinge, da denke ich so, Hilfe, muss das sein? Das hätten sie anders machen können. Und vor allem das mit dem Niederschlagen. Dass da nicht immer die Auswahl kommt, wenn man. Das ist einfach ärgerlich. Diese Auswahl sollte immer kommen, dass man Gegner dann niederschlagen kann oder umbringen kann. Und ich glaube, es ist noch ein bisschen buggy. Aber ansonsten ist das Spiel einfach mega, mega super genial. Hätte ich nicht gedacht, das ist mein erstes richtiges Metro-Spiel. So, wir können weitermachen. So, jetzt halt mal wieder schön den Ladebildschirm zerquatscht. Verquatscht.
Hier sollten jetzt eigentlich alle weg sein, ne? Wo bin ich jetzt eigentlich gelandet? Wo bin ich eigentlich hier? Ah, ich glaube, da sind noch welche. Letztes Mal stand ich da oben, ne? Warum hat er jetzt hier geladen? Na egal. Jedenfalls kann man die Rutsche hochgehen. Guck mal hier. Juhu! Ich fühle mich wie ein kleines Kind. Oh, wieder runterrutschen. Ja, Geronimo! Haha, geil. Gut, dass es geht. Gut, dass es geht. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen hier uns ein bisschen angucken. Feuer ausmachen geht. Okay, das geht auch. Frage ist natürlich, ich habe ja jetzt schon einige bewusstlos geschlagen. Aber diese Puppen, ne? Warum sind die Puppen hier so gruselig? Alter. So, hier ist glaube ich nichts mehr, ne? Oder doch? Nee. Gucken wir uns noch mal ein bisschen in Ruhe hier alles an. So, das Ding ist zu. Können wir das auch wieder irgendwie aufmachen? Ist hier irgendwo ein Hebel oder so? Oben vielleicht. Der Problem ist, Treppen zu steigen, habe ich das Gefühl. Der gute Artyom. Vor allem im Schleichmodus. So. Sollte man ein bisschen lauter machen. Also für mich persönlich. Also ihr. Hä? Ach, guck mal hier. Hier ist der Hebel. Ich mach das Ding nochmal auf, wenn das geht. Hallo? Hallo? Moin. Moin, hi. Jetzt kann ich das Ding nicht mehr aktivieren. Will ich mich verarschen? Wollen Sie mich verarschen? Ich kann. Das ist ja wohl nicht. Das ist wohl ein Hohn. Das ist da ein Hohn. Hallo. Hä? Wieso kann ich das Ding nicht mehr aktivieren? Ach, jetzt geht's. Jetzt geht's. Achso, das Rad da nur. Ich dachte, ich stand vor dem Hebel. Das will mich doch verarschen. Ah. Ich stand hier vor. Und jetzt das hier. Ach so. Das Ding ist fürs Runtermachen und das ist das fürs Hochmachen. Alles klar, jetzt verstehe ich das Ganze auch. Ja, ich bin nicht immer intelligent. Ich muss immer mal ein bisschen überlegen. Geil. Egal. Wunderbar. Gut. So, wir mal ein bisschen gucken hier. Jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit. In die Haupthütte rein. Ich habe sie alle nur niedergeschlagen, ne? Also ich habe sie nicht getötet. Das ist ja mein Ziel. Was haben wir denn hier Schönes? Guten Tag. Oh, guck mal hier. Können wir noch ein bisschen Gegenstand, ein bisschen Gelumpe mitnehmen. Erkunden wir noch mal ein bisschen was hier, ne? Bevor wir jetzt weitergehen. Ach, guck mal hier. Aha. Oh, mit Nachtsicht. Sollten wir mal vielleicht mal mitnehmen. Wobei. Vielleicht können wir die auch abmachen. Dann nehmen wir einfach mal die mit. So, was haben wir denn hier? Haben wir was zu lesen? Nein. Was zum Knabbern? Was sind das? Apfelringe? Was sind das? Apfelringe? Könnte gut sein, oder? Okay. Ich höre irgendwelche Geräusche hier überall. Aber hier sollte eigentlich keiner mehr sein. Die sollten alle... Ach, guck an. Ich kann hier nach oben. Einfach mal gucken, was da so ist. Ach, da war ja noch einer. Stimmt. Da war ja noch einer. Moin! Ich tu dir nix. Ich tu dir nix. Dann tu mir auch nix. Hatten wir hier alles mitgenommen? Oh, was ist denn das? Hä? Okay. Das ist ein Nachtsichtgerät. Krass. Haben wir mal eben so ein Nachtsichtgerät gefunden. Geil, cool. Siehst du mal, es lohnt sich doch, hier sich nochmal umzugucken. Was ist das denn für ein Ding? Ist das ein neues Teil? Okay, ist das besser oder ist das jetzt... Ich nehme mal die Teile mit.
So, haben wir eigentlich damals alles uns in der Werkbank nochmal repariert? Wir gucken mal kurz. 15 Minuten Filter, 5-mal das. Munition haben wir jetzt alles noch gemacht. Das, oh, guck an, wir können sogar noch ein bisschen ein paar Pfeile machen. Molotov-Cocktail geht nicht, das geht auch nicht, das geht auch nicht. Dann können wir hier noch ein bisschen was tun. Nochmal das hier. Compound-Bogen. Wurfarme Compound-Bogen besitzt eine Seilzugsystem, wodurch die Fallgeschwindigkeit erheblich gesteigert wird. Das klingt gut, das sollten wir nehmen. Nachtsicht. Ach, guck mal, hier kann man sogar umbauen. Zieloptik. Nachtsichtoptik. Die kann man ja vielleicht, wenn wir sie brauchen, immer wieder mit unserem Rucksack an und abschrauben. Ich würde sagen, ich nehme erstmal das hier. Mittelschweres Magazin, auch nicht schlecht. Roter Laser lassen wir, weil ich bilde mir ein, dass man dadurch gesehen wird. So, die Maske ist heile. Heile Gänzje. Patronengurt. Gehen wir nochmal auf die andere Waffe. Reinigen. Wer schreit denn da so? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab die doch verschont. Leck mich am Arsch. Griff und Handschutz. So, Hauptsache wir haben ja ein paar Waffen zur Auswahl. Nicht nur eine. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Eine Feuerwaffe zu haben ist echt gut. Du bleibst leben, keine Sorge, ich tu dir nichts. So, machen wir mal die Tür auf. Moin. Gut, ich gehe noch mal zum Tor, oder? Ich gehe noch mal zum Tor. Mal kurz zurück, wir haben jetzt noch hell. Ich bin ja... Aua! Scheiße! Oh, aua! Schmerz! Lass nach! Du bist umzingelt! Das ist eine Höhle gewesen, ne? Waren wir hier eigentlich schon drin? Wir gucken mal eben kurz. Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Können wir hier vielleicht... Ah, guck mal hier, können wir schlafen. Okay. Sonst... Da können wir ja vielleicht, wenn wir jetzt hier uns mit Kunden fertig sind, hinlegen und dann entscheiden, ob wir dann bei Tag oder bei Nacht hier rumlaufen wollen. Ich würde mal erstmal, glaube ich, das Tageslicht nutzen. Da wird man zwar leicht gesehen, aber ich sehe dann auch hier mehr von der Umgebung. So, wo haben wir denn hier noch irgendwas? Weil ich wollte noch mal ein bisschen hier rumgucken, bevor wir jetzt weitergehen. Einfach nur so, weil wir es können. Jetzt gerade, weil es hell ist. Einfach mal so, weil wir es können. Da ist auch noch eine Hütte gewesen. Einfach mal schauen. Da war ich nämlich noch nicht, glaube ich. Und wir müssen Gegenstände einsammeln ohne Ende. Wir brauchen einiges an Gegenstände. Ein Scheißhaus haben wir auch. Sehr gut. Gefällt mir gut. Da hat gerade irgendeiner das Mittagessen vorbereitet für uns. Ist das geil. Ja, die überleben hier halt auch, ne? Hier mal ins Haus. Gehen wir mal ins Haus. Guten Tag. Irgendjemand hier? Ah, guck mal da. Da ist noch was zum Lesen. Siehst du mal, hätten wir alles übersehen. Hätten wir alles übersehen, wenn wir nicht nochmal zurückgegangen wären. Weil hier ist es schön grün und ordentlich mit Natur. Das, sorry, da muss ich echt nochmal... Ich habe das Gefühl, wir werden bald in Gegenden kommen. Da würde ich mich gerne nach hier zurücksehen. Deswegen genieße ich das nochmal so lange wie möglich. Dann machen wir nochmal eine kleine Extra-Folge draus. Sich ein bisschen hier rumzugucken.
Kalligrafische Notiz. Roman, Folgendes haben wir bereits eingelagert. Wildbret geräuchert für 5 Monate, Fisch getrocknet 3 Monate, Fisch gesalzen 3 Monate, Nüsse 3 Monate, Obst 3 Monate, Pilz 1 Monat. Aber die Saison hat gerade erst begonnen. Ich denke, es wird Zeit, dass wir die Jäger zu anderen Aufgaben einteilen. Ansonsten töten sie noch alle Rehe und beschweren sich hinterher, dass es ständig nur Wildbret gibt. Okay. Gut. Keine Menschenseele mehr hier. Die sind wahrscheinlich alle aufgeschreckt, wo wir sie ausgeschaltet haben. Keiner mehr da gewesen. Egal, haben wir ein bisschen Ruhe und Zeit, uns hier noch ein bisschen umzugucken. Bevor wir jetzt hier da oben weitergehen. Was haben wir denn da? Ach, schau an. Eine Lampe. Ach, immer hier. Hier kann man eine Dame spielen. Hätten wir alles nicht mehr gesehen. Hätten wir alles verpasst. Siehst du mal. Weil ich so nett bin, hier nochmal rumzugucken, hättest du das auch nicht mehr mitgekriegt. Es gibt ja so viele YouTuber, die raschen so durch, ohne sich umzugucken. Ein Boot? Wo kann man mit dem Boot hinfahren? Kann man mit dem Boot... Aha. Das sollten wir vielleicht mal machen, die kleine Bootstour. Machen wir hier mal eine kleine Sightseeing-Tour durch die Wälder. Wir haben ein bisschen Zeit, warum dann auch nicht? Es ist hell. Wir können jederzeit schlafen. Wir müssen nicht essen und trinken. Hier gingen, glaube ich, nur drei Typen, ne? Den, wo wir uns versteckt hatten. Hier waren nur drei in die Richtung gegangen, glaube ich. Aber schön ist es ja hier, ne? Schön ist es ja hier, muss man ja sagen. Hier könnte man schon leben. Wenn nicht diverse Tierchen wären, die hier noch... Da ist eine Kirche. Die Kirche. Wo bin ich denn jetzt? Ich erkunde halt gerne. Tut mir leid. Ich erkunde gerne. Aber jetzt kann ich es einfach mal, weil ich jetzt weiß, hier ist eigentlich nichts mehr so viel. Da kann man sich einfach mal ein bisschen was angucken hier. Sieht schon cool aus. Sieht schon sehr cool aus. Mit dem Boot kann man jetzt hier wirklich noch alles angucken. Guck mal, ist das die Bahnstrecke? Und das ist doch die Kirche. Wir hatten noch eine Kirche gesehen, als wir ankamen. War das vielleicht diese Kirche da? Dann müsste das der Ort da hinten sein, wo unsere Dresine abgestürzt, ins Wasser gestürzt ist. Dann ist das wahrscheinlich der Ort, oder? Da, wo das Gerümpel da hinten liegt. Dann müsste das die Bahnstrecke sein. Vielleicht kann man mit dem Boot ja darüber. Ich glaube zwar nicht, aber probieren kann man es ja. Ja, ich träume ein bisschen. Ah, blöde Schlange. Hau ab. Oh Mann, hat die mich jetzt gebissen? Ah, Mistvieh. Wie kommt man jetzt da hoch? Da komme ich hoch, okay. Blöde Schlange. Einfach noch mal ein bisschen umgucken hier die Welt. Siehst du? Hier sind auch Gegenstände noch. Die Lampe kann ich mal ausmachen. Super, wunderbar. Haben wir ein paar Gegenstände noch ergaunert. Kann man da auch runterfahren? Okay. Hey, Geronimo! Und abwärts. Autsch. Egal, ich musste es tun. So, waren wir da oben auch. In den Bus kann ich auch nochmal rein vielleicht. Achso, da geht's auch noch irgendwo hin. Einfach nochmal ganz kurz ein bisschen rumgucken hier. Da es hier einfach schön ist, lohnt es sich einfach mal diese Folge zu machen. Einfach mal ein bisschen angucken, bevor wir dann uns dann aufmachen. Weiter. Weiter zu gehen. So. Da war der Weg, ne?
Genau, und das war der Weg, wo wir... Ach so, ich bin runtergerutscht. Ich komme nicht mehr hoch, oder was? Ich komme nicht mehr hoch? Ernsthaft? Okay. War das der Ort, wo wir vom Bären quasi gerettet wurden? Ich glaube ja, ne? Das ist der Ort. Siehst du mal, das sehen wir jetzt mal bei Tageslicht. Da sind wir ins Netz gekommen. Wo war das Boot nochmal? Ah, die blöde Schlange! Hau ab! Die betäubt uns immer. Immer richtig langsam unterwegs. Wo war jetzt das Boot? Ach, guck mal. Das war der Typ, der, glaube ich, unsere Sachen hatte, ne? Den haben wir aber nicht getötet. Der ist also nachher dann selbst getötet. Also ist dann selbst dabei drauf gegangen. So, das Boot. Wo war das Boot? Da drüben, glaube ich. Ich meine, das Boot muss ja einen Sinn haben, oder? Umsonst ist ja kein Boot. Was ist das für ein Geräusch? Da ist irgendwas im Wasser. Da ist... Ob das eine gute Idee ist, hier aufs Boot zu gehen, ich wage es zu bezweifeln. Ich wage es sogar sehr zu bezweifeln. Ob das eine gute Idee ist. Aber das Boot ist nicht umsonst hier, oder? Deswegen machen wir mal eine kleine Bootstour. Hier. Machen wir ein kleines Sommercamp-Tour hier. Kommen wir da durch? Kommen wir da durch? Ah, schon sehr geil gemacht. Ist ja sehr cool gemacht, ey. Aber ich komme nicht durch, ne? Ich wusste es doch. Das haben die extra gemacht, damit da nicht durchkommt. Mann. Ah, nee. Jetzt hänge ich hier fest. Jetzt hängen wir hier fest. Aber wir können rückwärts rudern, das ist schon mal gut. Okay, aber warum ist ein Boot hier? Warum ist hier ein Boot? Jetzt ruder mal vorwärts, Junge. Warum ist hier ein Boot? Das hat alles einen Sinn hier, oder? Oder ob man darüber kommt? Ne, ist alles Berg. Warum haben die hier ein Boot hingemacht? Und sonst machen die das nicht. Die wollen, dass man irgendwo mit dem Boot... Ach, darüber vielleicht. Diese Insel vielleicht. Ist da irgendwas? Ist hier vielleicht irgendwas? Da ist irgendeine Kiste drauf, ne? Jetzt haben wir den... Jetzt kriegen wir gleich einen ultimativen Gegenstand. Jetzt kriegen wir gleich einen ultimativen Gegenstand. Yeah! Okay. Ey! Auch nicht schlecht. Weißt du was? Auseinandernehmen und das Ding nehmen. Okay, das war wahrscheinlich das Ziel, warum wir das Boot nehmen können. Interessant. So, wo war es? Ach, hier war noch was. Warte. Da ist das Boot. Okay. Und weiter rudern. Also das war wahrscheinlich der Sinn und Zweck dieses Bootes. Alles klar. Und da müssen wir hin. Ob wir da hinkommen, weiß... Na, da ist ein Steg, ne? Vielleicht hätten wir so auch... Ah, blöde Schlange. Na, guck mal hier. Hier hätten wir vielleicht heimlich reingekonnt. Hier hätten wir vielleicht heimlich ins Lager gekonnt und dann die Leute von hier... Aha. Man hätte mit dem Boot von der Seite kommen können und dann vielleicht die Leute hier weiterhin heimlich ausschalten können. Ist ja interessant. So, ich wollte nochmal kurz eben eine Ecke bei euch nochmal kurz erkunden. Und zwar, wo wir gerade in der Höhle waren. Da kommt man am Ende, glaube ich, raus, ne?
Warte mal, was haben wir hier noch? Ah, guck mal hier, das sind die Schweine. Die Schweine, ihr Schweine! Guck mal, Schweine haben sie aber, ne? Nicht schlecht. Nicht schlecht, also haben sie es auf jeden Fall geschafft hier mit Ackerbaum-Viehzucht. So, zur Höhle wollten wir, ne? Da war noch ein Ausgang. Da wollte ich nochmal die Gegend da hinten nochmal kurz erkunden. Dann übernachten wir mal bis zum nächsten Tag und dann machen wir mal hier weiter in der nächsten Folge. Haben wir hier nochmal ein bisschen erkundet. Hier können wir übernachten. Und hier kann man, glaube ich. Blöde Schlange. Mistvieh. Blödes Mistvieh. Warum haben die hier so einen Tunnel? Da können ja irgendwelche Feinde durch. Oder hat das ein Feind gegraben? Komisch. Von hier aus hätte man auch reingekonnt, heimlich. So, hier wollte ich nochmal kurz ein bisschen gucken. Nur sehen, ob hier noch irgendwas war. Nur mal so, ne? Weil wir es können. Weil wir gerade Zeit haben und ein bisschen die Gegend angucken wollen. Okay, da sind wir wieder hier. Okay. Okay, ist also nur. Hier ist wieder das Häuslein. Also da ist also tatsächlich nichts. Da ist nur ein weiterer Eingang, den man heimlich hätte nehmen können. Okay, alles klar. Haben wir es gut. Mal drumherum ein bisschen erkundet. Noch ein bisschen die Gegend angeschaut und gesehen. Guck mal hier. Es gibt in Russland noch schöne grüne Fleckchen, wo man leben kann. Abgesehen von großen Bären und Wölfen. Aber die Wölfe und Bären gab es ja auch früher schon, ne? Gut, dann gehen wir mal da hinten wieder hin, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Bei den Blockhütten. Was ist denn das eigentlich? Was ist das denn eigentlich? Ach, Messer, okay. Ach, warte mal kurz. Wie war es eigentlich noch mit dem Molotow-Cocktails? Wie wirft man Molotow-Cocktails eigentlich nochmal ganz kurz? Ah, ich hab auch gar keinen dabei. Aber wäre das dann einfach nur antipsen? Weil ich habe ja. Weil die Messer wirft man ja einfach, wenn man jetzt einmal kurz R drückt, ne? Oh, das war die Dose. Okay. Man kann die Dose auch mitnehmen. Okay, alles klar. Okay. Achso, man kann über Steuerkreuz jeweils hier anwählen, was man werfen möchte. Und dann braucht man einfach nur die R1-Taste zu drücken. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Wenn ich jetzt werfe, R1, hat er das Messer geworfen. Und das Messer ist weg. Ah ne, das ist wieder. Alles klar, ich hab's verstanden. Das Prinzip. Okay. Man muss ja damit mal auseinandersetzen, wie es funktioniert. Im besten Fall bei so ruhigen Momenten wie jetzt. Weil wenn man mitten im Kampf damit anfängt, ist nie gut. Das ist nie gut. So. Alter. Alter. Hier drauf. So, war hier noch in der Hütte noch irgendwas? Da oben, ne? Da war auch eine Hütte, ne? Alles mitnehmen. Alles mal kurz mitnehmen, was wir hier so haben. Nicht, dass ich hier noch irgendwas verpasse und vergesse. Ah, da ist noch was. Ein paar Teile von einer Waffe. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr, ne? Ah, da haben wir noch ein neues Messer. Das können wir auch mitnehmen. Und hier ist einfach gar nichts. So. Ach ja, ich wollte ja mal in den nächsten Tag schlafen, ne? Damit wir genug Zeit haben, bei Helligkeit hier weiterzugehen. In der nächsten Folge. Machen wir es mal eben kurz. Wir schlafen in den nächsten Morgen hinein.
Gute Idee, hier mit der Schlange zu schlafen. Halte ich für eine ganz gute Idee. Halte ich für eine sehr gute Idee. Toll. So, wir schlafen mal weiter. Und dann machen wir einen kurzen Break. Ey, da liegt noch eine Armbrust. Sehe ich ja jetzt erst. Die kann man so auch auseinandernehmen. Die nehmen wir uns noch mit. Geiler Effekt diesmal. Mit der Musik und so. Geil. Schon cool. Warte mal. Das nehmen wir uns noch mit. Und dann raus hier. Es wird gerade morgen und haben noch einen ganz neuen, schönen Tag vor uns. Das war mein Ziel. Das wollte ich machen. Ist natürlich jetzt gerade schön nebelig, aber egal. Gut, ich glaube, wir haben alles, ne? Ich glaube, wir haben alles. Hier war nichts mehr. Dann machen wir uns mal auf zu den Blockhütten da hinten. Mal irgendwas gucken, wie ich da hinkomme. Da, so. Was ist denn hier? Ach, guck mal hier. Schleichwerbung, 2035. Die Lektüre, die neue Bibel. Die Bibel des Überlebens. Ich habe sie nicht umgebracht, die Leute. Ich habe die alle nur niedergeschlagen. Das möchte ich bitte weiterhin protokolliert haben. Ich habe sie nicht getötet. Ich bin echt gespannt, wie das Spiel das so entscheidet mit dem Karma hier und so. Wie das dann hinterher dann kommt. Ist schon Hammer. Dass man das nie weiß irgendwie, ne? Das, wie das Spiel was so als gut und böse ansieht. Wieder Schleichwerbung, Alter. So, okay. Dann machen wir uns mal auf. Ein neuer Tag, neuer Morgen. Da war noch ein Haus. Wir nehmen alles mit, was wir können. Ich habe das Gefühl, wir brauchen es. Ich habe das Gefühl, wir brauchen alle möglichen Gegenstände. Gut, dann gehen wir mal zur Leiter. Heiter, heiter, weiter, weiter zur Leiter, Leiter. Hyper, hyper. So. Hier geht's lang. 6408 Kilometer. Ich glaube, das ist die Kilometeranzeige, die wir schon gereist sind, oder? Was da immer beim Speichervorgang zahlen, ne? Das könnte so sein, glaube ich. Was haben wir denn hier? Eine Werkbank nicht, okay. Gut, dann machen wir es mal auf. Einmal kurz. Ich mache gleich einen Folgenbreak, keine Sorge. Ich wollte nur schon mal so viel nochmal in der Folge hier erledigen. Gucken wir uns mal an, wo wir jetzt hinkommen. Boah, ist das cool gemacht. Echt sehr, sehr geil gemacht. Sehr, sehr cool. Ah, Mensch. Schlangen. Du Schlange. Blöde Schlange. Ach, das ist auch eine. Und eine weitere Schlange. Okay, wo geht's hier hin? Wer hat denn hier gewohnt? Wer hat denn hier gewohnt? Auch etwas zu lesen. Okay. Und eine. Okay, die zeigen genau dahin. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, da jetzt. Wir lesen mal, was da gerade war. Was haben wir denn da Schönes? Neue Notiz. Abgegriffener Brief. Liuda, ich glaube nicht wirklich daran, dass du diesen Brief findest, aber ich verstecke ihn trotzdem an der abgesprochenen Stelle. Komm nicht zurück, egal wo du bist. Es ist immer noch besser als hier. Ich dachte, du machst einen Fehler und würdest es merken, aber ihr seid kein Feiglinge, nur weil ihr damals nicht geschossen habt. Ihr seid Menschen geblieben, während wir geschossen haben. Naja,
Wir dachten, wir würden stärker werden, im Recht sein und nichts falsch machen. In Wahrheit aber sind wir Monster geworden. Die Plünderer sind oft hergekommen. Wir bekämpfen sie schon, solange ich mich erinnern kann. Wir haben sie getötet und das fand ich in Ordnung. Aber jene zu ermorden, die sich ergeben, bis zum letzten Mann, seit damals versuche ich, meine Hände vom Blut zu befreien. Mit Sand, mit Asche, nichts hilft. Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt, aber es tut mir wirklich leid, dass ich damals nicht mit dir gegangen bin. Okay, ich gehe nochmal kurz hier raus. Die Sonne geht auf. Okay. Ich gehe mal kurz den Weg hier. Ich hadere mit mir. Soll ich jetzt da in die Höhle gehen oder soll ich jetzt hier? Ich gucke erstmal, wo es hier hingeht. Erstmal schauen, wo es hier hingeht. Mit Obacht. Okay. Oh, coole Aussicht. Gar keine Frage. Da ist die Kirche. Friedhof. Okay. Geil sieht das aus. Ist das ein geiles Feeling hier? Okay. Was haben wir hier? Irgendeine Hütte. Mit Krempel. Mit irgendwas zum Mitnehmen. Okay. Es gibt jetzt verschiedene Wege, hier weiterzugehen. Okay. Da sind Häuser wieder. Und hier. Ob ich da will, weiß ich gar nicht. Ich kann ja durchgehen, ne? Friedhof und Kirche wahrscheinlich. Halt, das wäre eine ganz gute Idee, da reinzugehen. Komme ich hier schon irgendwie hin? Uah, pass auf. Okay, keine gute Idee. Keine gute Idee. Wenn ich noch leben möchte, keine gute Idee. Okay. Das sieht aber sehr, sehr cool aus. Das sieht sehr, sehr cool aus. Das ist doch mal eine richtige Welt, wo man noch leben kann, ne? Ist das da hinten die Strecke, wo wir mit der Bahn gefahren sind? Ich meine, die hätten wir vorhin auch gesehen, als wir da am Flussufer waren, ne? Da haben wir jetzt auch da... Moment, Moment. War es das, was wir gesehen haben? Oder war das diese Kirche hier vorne? Da ist nämlich, hier ist nämlich auch sowas. Ich glaube, wir haben eher das hier gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher mehr. Das sieht einfach nur cool aus. So, wie viel Munition haben wir denn mittlerweile? Wir haben Sprengpfeile 24 und 48 normale. Dann haben wir 44 Schuss für die Waffe. Also die teilen sich, okay? Wir haben also zweimal diese gleiche Waffe. Also die Munitionswaffe 44er, die passt in beide Waffen rein. Okay. Jo, in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir mal vielleicht mal da in die Hütten. Mal gucken, was in den Hütten so ist. Wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Persönchen. Ja, super. Ich höre auch schon. Ich höre auch schon wieder irgendwas. Entweder Piraten, Pioniere oder Banditen. Ich würde sagen, ich speichere mal hier ab. Und dann sehen wir mal in der nächsten Folge weiter, wie es weiterläuft. Also dann, wir haben verschiedene Wege offen. Wir werden mal gucken, welche Wege wir gehen werden. Alter, wie es aussieht, ey. Wie Fallout. Fallout 4. Nur um einiges besser. Ich liebe das einfach. Sieht so cool aus. Sieht einfach so cool aus.
Naja, ich bin gespannt, wie es weiterläuft. Also dann, bis zum nächsten Mal. Das war eine kleine Erkundungsfolge, ganz nebenbei. Bevor wir jetzt hier versuchen, der Story weiter entgegenzutreten. Wir müssen ja unbedingt zurück zu Anna. Ich weiß nicht, wie es ihr geht. Irgendwas ist da, ja, sie ist im Titelbildschirm nicht mehr zu sehen. Also geht es ihr echt nicht gut. Und wir müssen jetzt schleunigst zurück zu Aurora. Und ich habe das Gefühl, es wird noch bis dahin einiges passieren. Gucken wir mal. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne mal einen Kommentar da lassen. Einen Daumen hoch und ein Abo wäre auch nicht schlecht. Würde mich sehr freuen. Ich mach das alles aus absoluter großer Freude. Krieg kein Geld dafür. Ich spiele einfach als Hobby. Und das würde mich sehr freuen, wenn ihr das einfach mal durch euer Like oder Abo oder Kommentar einfach mal mir zurückgibt. Ja, wie auch immer. Also bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter. Also, tschüssi, bis später und bis dann.